So, wunderschön, jetzt zum angekündigten zweiten Speedrun, Schnelldurchlauf. Diesmal mittels Realism Tactical Mode. Genau, New Game, Tactical und so weiter. So. Auf dem Boden immer so rumschlittert, ey. Ich wundere, dass man da gegen die Ecke rennt. So, kommt mal alle weg. Arschloch. So, das hätten wir. Hätten wir schon mal besiegt. Dann müssen wir schnell Munition einsammeln. Beziehungsweise ein Gegner lebt ja noch, aber für den interessiert mich ich mich gerade nicht. Wobei, doch ganz ehrlich, komm. So. Gut, würde ich mal sagen, auf ein Ziel. Ah, das Level wird das hier richtig schön spaßig. Soweit schon mal. Haben wir schon mal die Bereiche aufgeräumt. Sehr schön. Danke dafür. So. Wow. Schau, Junge, warst du schnell? Du auch nicht. So, Minigun hätten wir. Gar nicht mal so schlecht hier. Okay. So, speichern wir uns kurz und dann geht's ab in den roten Bereich. Na komm hier. Danke. Wenn wir schon mal da sind. Hallo? Wow. Das war wieder dieses, dass er halt, dass dieses Auto-Aim halt immer bevorzugt auf Gegner zielt, obwohl ich auf den Fass ziele. Weil ich war mir gerade ziemlich sicher, dass ich auf den Fass gezielt habe. Ja, jetzt kommt die Stelle, die ich richtig hasse. Das hier. Mit dieser scheiß Granate. Na komm, komm. Jawohl, das klang gut.
First try. Nice. Der hätte nicht gedacht. So, und jetzt kommt nochmal eine schöne beschissene Stelle. Oh, geht ja. Lol. Digga. Jetzt haben wir dich so gut. So, dann sind wir schon mal bei Level 3. Es wird langsam immer schwerer. Sehr schön. Wow. Was zur Hölle war das denn gerade? Hat er mich einfach weggepustet. Glaub's ja. So. Wow. Was? Hallo? Hey, hallo! Dieses Auto-Aim bringt mich hier noch mal um. Ich glaube mal, für Speedruns schalte ich das Ding irgendwann mal ab. Bringt dir eher mehr Nachteile als Vorteile. Ja, gut. So, jetzt kommt eine schön stressige Stelle. Alle weg? Sehr schön. Aua. Das tut ja weh. Leider. So, geht's mal hoch. Hätte ich natürlich schnell mal reingegangen, war klar. Na komm. Okay. So. Danke für die Blumen. So. Achso, bin voll. Sehr schön. Ich bin gerne voll. So, dann gehen wir mal jetzt hier rein. Hallo. Aua! Du kleiner Judas! So, können wir dringend mal gebrauchen. Kriegen wir eh nochmal. Von daher kann ich das jetzt hier vielleicht mitnehmen. Danke. Raketenwerfer werden wir zwar hier wohl kaum einsetzen können, aber na gut. Wow, oh, wir haben Luzi bekommen. Hatten wir aber schon vorher. Und Doppelhändigkeit geht da im Realism Tactical Mode nicht, von daher lassen wir das am besten mal. So, ist hier mittlerweile offen? Ja, hier ist offen. Sehr schön. Was? Ich hatte doch noch gleich aufgeräumt gehabt. Halleluja. Glück im Unglück kann ich, würde ich da mal sagen. So. Achso, warum rechts eigentlich hier hin? Die Raketen kann ich ja gar nicht gebrauchen. Ah, scheiße. Egal. Ach, ist ja eh bloß eine. Wow. Oh, Alter, wie ich das an Realism Tactical Mode hasse, dass man überall nur sau wenig Munition bekommt. Das ist sowas von unfair. Na komm. Schon aus der Puste, ja? Oh.
Geld. Boah, Alter. Der hat mich aber erwischt, ey. Warum liegt er noch? Dankeschön. Aha. So, das hätten wir schon mal. Dann holen wir jetzt nochmal unser schönes Secret ab. Kriegen wir auch gleich eine Kettensäge, auch wenn wir die wohl kaum gebrauchen werden. Oh ja, auf das Ding freue ich mich jetzt schon. Was wollen wir erstmal da weg? Fuck! Komm mal her! Dankeschön! So. Wobei ich ehrlich gesagt keine Ahnung habe, ob das eine gute Idee war, diesen Plasma-Gunner zu befreien. Das hat so gewisse Risiken, was so das Miteinander angeht. So, ja. Ah, rennen wir erstmal vor. Na komm. So, ihr habt ihn aufgeräumt. Geht. Danke. So. Wow. Das war knapp. Das hier wird auch knapp, deswegen speichere ich die Karte einfach. Ich sollte das nicht mit der Shotgun machen. Ist eine dumme Idee. Was tue ich hier? So, du bist aufgefüllt? Sehr schön. Okay, okay. Hätten wir das auch geschafft? Oh Gott, jetzt kommt das schwere Level. Ach du Kacke. Ja genau, bring erstmal um. Hallo? Erstmal umbringen vielleicht? Hallo? Ey Junge! Ach, wenigstens ein bisschen Hilfe gut. Gut, speichern wir gleich. Okay. Erstmal hier. Ach du Kacke. Was ist das hier? Ach, bloß ein bisschen Kacke. Die keinem interessiert. Schade eigentlich. Wow! Alter, ich bin fast tot. Ja, stopp doch mal. Digga, ich hab viermal auf diesen Kack-Kanister geschossen. Alter, was ist denn das für ein scheiß Auto? Ja, das war dumm. Komm, nee, das geht ja gar nicht. Gut. Für solche Sachen schalte ich das ein bisschen komplett ab. Das bringt mir absolut gar nichts hier mit diesem Auto off und allow Auto aim. No. Das ist ja. Nee, da kriegst du ja eine Krise. Da willst du irgendwo mal auf Fässer schießen oder geht das nicht? Ich habe den falschen Weg genommen. Ich muss erstmal da lang. Hallo, ich würde gerne eine Schlüsselkarte. Darf ich? Boah, Alter. Ja, bei dem müsst ihr mal aufpassen, bei diesem Plasma-Shotgunner, da könnt ihr nicht im Weg rumrennen.
Und wenn ihr den im Weg rumlauft, kriegt ihr selber von dieser Plasma, von den Plasmakugeln auch Schaden. Deswegen ist das immer ein bisschen riskant. Aber habe ich immer noch Auto-Aim oder was? Was ist denn hier los? So schlecht können wir doch gar nicht zielen. So, wisst ihr was? Hier, komm. Zack. Ah, okay. Na gut, wenn das nichts gebracht hat, kann ich das gleich wieder einschalten. Das ist ja wow. Also ich dachte echt, dass mit der Shotgun bis zu so einem Fass reiche. Naja, lassen wir das. So, erstmal hier alles schön nachladen. Okay. So, jetzt wird es ein bisschen kritisch. Was? Habe ich die Handgranate etwa gegen diese Pinkies geworfen oder was? Einer war da. So, jetzt wird sie auch ein bisschen cranky. Keine Ahnung, wie ich das mache. Wow, das ist genau falsch. Gut, zuallererst. So, jetzt muss ich hier so ein Ding droppen. Hat nicht geklappt. Na gut, also auf der klassischen Art und Weise. Ja, hallo? Okay. Hallo. Ach so, ich nehme mich mal alles mit, was ich kriegen kann. Hat sich sogar gelohnt. Ich bin auf der Puste. Geht doch gar nicht. Wie kann man so schnell aus der Puste sein? So, hier ist auch noch einer, wenigstens kein Plasma-Typi. Gut, okay. Oha, jetzt kommt der wohl gefährlichste Part. Eieiei. Hallo. Fuck. Hey. Was? Ah.
Ah Gott, ich nehme mal noch die Helm ein. Das sieht mir alles ein bisschen ungesund aus, was ich hier habe an Stats. Also langsam geht's wieder. So, was war hier? Ah, sehr schön. So, da ist noch ein bisschen Health. Achso, gut, Health haben wir jetzt mittlerweile. Voll. Leider gibt es ja keine Rüstung. Aber gut. Man kann nicht alles haben. Oh, oh Gott, das Level. Ah! Fuck! Alter, diese Spektre, die gehen mir so auf die Eier. Ah, sah gut aus. Was siehst du? Kann ich irgendwann aufräumen? Achso, ich brauche ja gar nicht hin. Ich muss ja erstmal hier. Gut, wisst ihr was? Ich mache es ein bisschen anders. Ich warte erstmal hier, bis die Tür wieder aufgeht. Wow. Ja, genau. Kommen wir erstmal schon auf. So, und wenn die Tür aufgegangen ist, dann hole ich mir die rote Karte. Und kann dann vielleicht wieder rausrennen. So mein Plan. Die Frage ist nur, wie lange braucht das Ding wohl, bis es aufgeht? Jetzt habe ich schon mal ein bisschen Boni ein. Jawohl, ist aufgegangen. Okay, ich bin aber raus. Okay. Klappe. Sehr schön. So, habe ich die blaue... Nein, ich habe nicht die blaue Karte. Ich muss... Ich vergesse immer wieder erstmal in die rote Tür reinzugehen. Warum auch immer. So, unser Freund ist wahrscheinlich tot mittlerweile. Was gab's hier nochmal? Einmal Rüstung, ein bisschen Health können wir... Komm, ich nehme mal mit. Keine Schaden. Kann höchstens eine Verschwendung. Ich finde es immer so geil, wie die so mit diesen offenen Armen nach hinten fliegen. Der sieht immer... Ach du Scheiße, ich hab verkackt. Oh, ich hab richtig verkackt. Ich hab die Blockkarte gerade nicht aufgenommen. Das gibt's doch gar nicht. Oh, ernsthaft jetzt? Wow! Ich bin begeistert. Ich brauche einen Ast. Alter. Das war echt die schlimmste Startposition, die ich jemals hatte. Wenn ich so rechts streife, gehe ich praktisch rechts dran vorbei. Und wenn ich normal geradeaus renne, gehe ich links dran vorbei. Problem ist, wenn ich erstmal stehen bleibe, um mich erstmal zu positionieren, werde ich in der Zeit bereits abgeschossen. Weil die Gegner ja bereits Blickkontakt zu mir hatten. Das war gerade eine echt beängstigende Situation. Oh, schon wieder so ein Plasma-Typ. Warum immer so ein scheiß Plasma-Typ? So, da sind wir. Dann halt nicht. Ja. Ernsthaft? Ihr Arsch mit der Ohren. Hä? Arsch mit der Ohren? So, sind die wieder offen oder ist immer noch wieder zu? Ja, ist immer noch wieder zu. Wow. Warum muss ich ausgerechnet jetzt ausgepowert sein? Wenn ich über diese scheiß Pampe laufe. Das gibt's doch gar nicht. Gibt's überhaupt. Was war denn das gerade für so klang gerade wie so ein Audiofehler, wie so ein Audio-Bug.
Okay, jetzt kommt die eine der hier vor. Alter, block mich doch nicht die ganze Zeit, Junge. Hallo, ich sitze da. Alter, ich bin schon wieder fast tot. Ich sag doch, diese scheiß Typen, vor allem dieser Plasma-Gunner, sind mehr Hindernisse als Hilfen. So, jetzt muss ich mal gucken, ob ich mit dem bisschen Leben noch verlieren kann. Aha, gestorben. Das Schöne ist, ich habe dadurch jetzt eine Plasma-Waffe. Vielleicht gar nicht mal so schlecht. Oh, der Typ ist auch noch da. Sehr schön. Gut, ich versuche mal hier ein bisschen... Oh, Alter. Ach, Mann. Das war krass wild verkackt. So. Wow, hat ja gar nicht funktioniert. Alter, das gibt's doch gar nicht. Nein, ist genau zu kurz. Der Abstand ist genau zu kurz. Gut, dann also andersrum. Oh. Ich verstehe das nicht. Warum muss ich eigentlich immer Munition verschwenden? Ich krieg eine Krise. Und das in einem Speedrun. Okay, wird auch nichts. Wo bin ich? So. Aha, aha. Speicher, Granate. So. Machen wir es einmal klassisch. Was war nicht wirklich klassisch, aber es ist mir gerade sowas von egal. Digga, wie komme ich hier Schaden? Ich hab doch einen Schaden abgedacht. Oh Mann, Alter, ist da noch irgendwo Healthpack? Nee, ne? Ich hätte echt keine Healthpack. Achso, ist noch alles zu. Ah, gut. Ach, jetzt geht's auf. Ernsthaft? Kann sein, dass ihr euch schon mal nicht lustig macht. Nee. Healthpack hatte ich bereits genommen gehabt. Ach Gott, ist das traurig. Ja, komm, gut, Maus. Komm, danke. So, nicht hat sich ja außer Puste sein, da weiß ich das nächste Level starte. Ja, das war nicht so wie auch. Armer Junge. Was? Digga, wir sind schon wieder fast tot. Ich glaube, unser Freund wurde abgeschossen. Na komm, ach hin. Oder was? Ah, ich bin schon wieder tot. Sag ich doch. Ah, ihr. Ach, leck mich doch. Alter. Ja, hab's verstanden. Boah. Ich kann mich durch diese beiden Pisser hier nicht frei bewegen. Du bleibst jetzt genau da, du bleibst genau da. Alter, wie soll man denn so striken? Warte, hier bin ich. Danke. Was bin ich denn?
So, ihr könnt. Vollidioten. So. Jetzt noch wieder bei den Fischen hier. Alter, was ist das? AIDS. Bitte was? Achso. Ist ja einer von meinen Leuten. Was machst du denn da? Ah ja, mach mal das. Wow. So. Danke für die Blumen. So. Diese Pinkies, die gehen mir so hart auf die Eier. So. Oh, Alter. Geht doch. Ja. Das macht soweit auch Sinn. Verstehe. Dem kann ich folgen. Ein Glück habe ich mich mittlerweile ans Munitionsverschwenden gewöhnt. Ist das traurig. Ist das traurig. Danke. Ja. Okay, drei Versuche mache ich noch, dann breche ich das Ding ab an der Stelle. Schon wieder aus der Puste. Wo war das jetzt? Da. Ja.
Na komm. Also das ist hier echt für Speedrun, Shooting-Doom echt aller bekloppteste Level. Weil einfach immer wieder so viele Gegner kommen. Ist das behindert. Aber gut. Wir scheinen es doch irgendwie zu schaffen. Ich habe zwar keine Ahnung wie, aber... Oh, jetzt war schon das vorletzte Level. Ha! LOL! Ja, jetzt wird es ein bisschen richtig scheiße. Ich glaube, wir haben es geschafft. So, mit ganz viel Glück kriegen wir jetzt wieder diese super geile Waffe. Diese hier, diese, nein, ihr wisst schon, hiervon die erweiterte Variante quasi. Wenn man das mal so nennen darf. Hä? Nein, natürlich nicht. Schade. Na gut, mit der Minigun geht's auch. Ist ja bloß noch das eine Level. Gott, warum habe ich das Sprechen verlernt? Wenn da ein bisschen verschwenderisch zugeht, ist ja nicht ganz so schlimm. So. Kommt jemand jetzt direkt mit auf das Ding rauf oder braucht ihr noch eine X-Einladung? Wow, der eine kam drauf, der andere natürlich nicht. Nochmal zwei. Oh, wir haben nur 28% Leben. Das ist nicht sehr viel. Ich liebe dich, ernsthaft. Oh, ich liebe dich so sehr, dafür, dass du so dumm bist. Oh Gott, tut das weh. Sind die Typen schon verbrannt? Ah ja. Gut, lassen wir das erstmal dabei. Nee, jetzt aber natürlich gestorben, klar. So, ja. Jetzt sind hier wieder ganz viele, ist also wirklich jetzt eine neue Tür hinzugekommen. So. Hä? Ach so. Ich dachte gerade
schon, wie viele Raketen muss ich schießen, bis ich sterbe, aber der hat den Count unten bei 1 einfach angehalten, aber das Level nicht beendet. Und dann hat damit erstmal ein bisschen gewartet. Ich war quasi in diesem, Gott, wie heißt denn das? Buddha-Modus, oder? Ich glaube Buddha-Modus. Muss ich mal ganz kurz gucken. Also, ist der Schulspeedrun ist ja jetzt vorbei, ne? Von daher brauche ich da jetzt. Kann ich jetzt auch schießen, wie ich möchte. Das ist, soweit ich weiß, dieser Buddha. Wie auch immer das geschrieben wird. Ach, mit Doppel-D. So wie meine Freunde mit Doppel-D. Buddha. Okay. Und jetzt kann ich nämlich praktisch Schaden bekommen, aber mein Counter bleibt bei 1 stehen und ich kann praktisch keinen weiteren Schaden mehr bekommen. Und genau dieser Modus wird praktisch auch bei der Endsequenz von der ersten Episode genommen. Ja. Wie gesagt, das ist praktisch dieser Buddha-Modus. Jo, in dem Sinne, das vorletzte Level war zwar mächtig strapazierend. Ihr kennt auch an der Stelle echt. Also, wenn wir da echt noch dreimal gestorben wären, hätte ich wirklich abgebrochen. Das war mir in dem Moment echt einfach zu blöd. Aber gut, so ist es nun mal. Ja, wie gesagt, Speedrunner, die haben ja auch mehrere Dutzend Versuche, bis die da einmal brauchbares Ergebnis liefern. Von daher gehört das halt einfach dazu. Nur halt, mein Nervenkostüm ist dafür halt ein bisschen eng geschnürt. Ja, in dem Sinne trotzdem, wir haben es geschafft. Ich weiß nicht, wie lange wir jetzt schon wieder aufgenommen haben. Ich guck mal ganz kurz rein in die Aufnahme. Oh, gerade mal 40 Minuten. Ja. Lol. Ich dachte, wir knacken mindestens 45 Minuten. War jetzt gar nicht mal so schlecht. Nice. Okay, gut. Ja, in dem Sinne würde ich mal sagen, das war's mit dem. Ich werde dann heute vielleicht noch, warte mal kurz. Das erste Speedrun kam am Dienstag raus, das kommt jetzt am Mittwoch raus. Heißt also, ich werde jetzt vielleicht noch 2 Folgen Doom aufnehmen. 2 Folgen Doom. Ja, keine Ahnung. Warte mal ganz kurz. Dienstag, Mittwoch, genau. Donnerstag, Freitag. Nein, Donnerstag. Genau, ich werde also für Donnerstag nochmal 2 Folgen vielleicht so Doom nochmal aufnehmen. Und dann werde ich wieder 4 Folgen von diesmal wieder mein Test aufnehmen. Also mein Test-Game und nicht mein Klon. Dann für Freitag und Samstag. Dann ist Sonntag wieder Pause und dann geht es wieder von vorne los. Ja, in dem Sinne, schau mit V. Wie gesagt, wie ich das jetzt hier so vom Rhythmus eintakten werde. Also bisher scheint so erstmal relativ gut zu funktionieren mit der Eintaktung. In dem Sinne sollte das eigentlich funktionieren. Schau mit V. Zum dritten Mal.